Comedy Tower. Zu Gast bei Capellutti. Hier ist der Comedy Tower mit den Besten aus dem Comedy Tower. Willkommen zum Comedy Tower mit dem internationalen Spitzenpublikum aus dem Main Tower in Frankfurt. Heute mit Ingo Appel. Mit Johannes Scherer. Ihr seid schon mit. Hier ist Matthias Egersdörfer. Viel Spaß mit Bodo Bach. Wirklich vielen Dank für den schönen Applaus. Deshalb bin ich so gern hier. Ich bin eigentlich überall gern, Hauptsache nicht daheim. Ja? Daheim sitzt jetzt meine Schwiegermutter, ja? Und versaut mir der Ausblick in die Gatte. Ja, ja. Na gut, es gibt gute Schwiegermütter und es gibt blöde Schwiegermütter. Aber ich habe halt so einen richtig Schrubbe erwischt, wissen Sie? Ehrlich, wenn Sie die sehen, dann wissen Sie, warum in Deutschland Halloween gefeiert wird. Ja? Nein, versteht mich, ich mag sie, ich kann sie bloß nicht leiden. Ja? Es ist halt, nein, gut, sie hatte mal, ich kümmere mich ja auch um sie, sie hatte sich, ein halb Jahr ist her, den Knöchel angebrochen. Angebrochen, gebrochen schafft sie nicht. Angebrochen, ja. Jetzt lag die Schwiegermutter im Krankenhaus und was mache ich, weil ich ein netter Kerl bin? Ich habe beim HR3 angerufen, habe gesagt, hier, die Schwiegermutter liegt im Krankenhaus, hat Radio am Bett, den Knöchel gebrochen, seid so gut, spielt ein Musikstück für sie. Ja, ich darf mir was raussuchen. So, das ist super, dann Spiel von ich und ich, so soll es sein, so kann es bleiben. Ja, ich werde es mit Hochdeutsch versuchen, weil meine Muttersprache versteht niemand. Ich komme, es ist kurz hinter der hessisch-bayerischen Grenze und das ist in der Nähe von Aschaffenburg. Ich komme aus Schöllkrippen und das versteht in Frankfurt schon keiner mehr. Wir haben Worte, die gibt's in Hessen gibt's hier nicht. Das Wort Kommott zum Beispiel. Das gibt es nur bei uns. Kommott heißt nicht Kommode oder bequem, Kommod oder so. Kommott heißt nirgendwo, an keinem Ort. Kommott! Ja? Beispiel. Hast du mein Kartoffelschälmesser irgendwo gesehen? Ich kann es nirgendwo finden. Hast du mein Krombeinschäler im Mott gesehen? Ich kann ein Kommott finden. Damit kommst du hier nicht weit. Ja, oder, die würden dann sagen, dann sieh halt woanders nach. Dann guck halt ohne Mott. Und dazu hat man letztes Jahr ein sehr spannendes Experiment gemacht. Und zwar hat man eine Papageiendame, Dagli hieß die, bei einem Börsenspiel gegen professionelle Aktienbroker antreten lassen. Klingt total absurd, hat man wirklich gemacht. Die Börsenprofis haben natürlich mit ihren computergestützten Prognosemodellen ihre Portfolios zusammengestellt. Dagli hat einfach per Zufall Aktien gekauft, indem sie willkürlich auf den Börsenteil von der Zeitung gepickt hat. Also man kann sagen, zocken frei Schnabel. So, und jetzt kommt's. Nach 6 Wochen hat Dagli 8 von 10 Börsenprofis geschlagen. Ein erstaunliches Ergebnis, das aber durch die Hirnforschung bestätigt wird. Da ist bekannt, Menschen haben das komplexeste Gehirn, danach kommen Delfine, Schimpansen, Papageien und erst dann kommen Investmentbanker. Ja, nee, ich gehe jetzt in ein Fitnessstudio, weil also ich habe eingesehen, dass ich was machen muss. Also für meinen Körper, für meine Gesundheit, für meine Fitness, ja. Einfach für mich. Ja. Gut, das stimmt nicht ganz. Meine Frau hat gesagt, noch 1 Kilo mehr auf die Rippe und ich wäre alleinerziehend. Ja. Und jetzt renne ich halt in ein Fitnessstudio. Gut, es war auch wirklich notwendig. Beim ersten Mal habe ich dann immer die Tür aufbekommen. Gell. Und dann habe ich beim allerersten Mal so eine alte Freundin von mir getroffen von dem Fitnessstudio. Also ich kenne die noch nicht so lange, aber die ist alt. Und die habe ich gefragt, warum sie in ein Fitnessstudio geht. Dann hat sie gesagt, wie ihr neuer Freund. Und da habe ich gesagt, was, du hast einen neuen Freund? Und dann hat sie gesagt, nee, eben nicht, deshalb rennt sie ja in ein Fitnessstudio. Ich meine, ich war ja noch nie in so einem Teil, gell? Aber jetzt weiß ich auch warum. Ach, du Scheiße. Da haben sie mir zuerst so eine 21-jährige, gepierstes, tätowiertes Fitnessmäuschen an die Seite gestellt. Mit so einem Bobbys, du kannst eine Bierflasche aufmachen. Und die hatte hinten auf der Hals, hatte die so 2 rote Steine gepierst gehabt, so blinkende rote Steine. Und da habe ich sie gefragt, ob sie das gemacht hätte, damit ihr Freund nachts im Dunkeln sagen kann, Schatzi, du blinkst, dreh dich mal auf die Rücke. Fand sie gar nicht witzig. Stimmung war schlagartig im Keller. Sie hat mich dann gefragt, was ich glauben würde, was meine Problemzone wäre. Und da habe ich gesagt, naja, Bauch, Beine, Po. Und dann hat sie gesagt, ja, das stimmt, aber am schlimmsten wäre das Gesicht. Ja.
könnte halt sie jetzt nichts dran machen. Da hat die mich direkt so ein tonnenschweres Gewicht stemmen lassen und da habe ich sie gefragt, ob man nicht erstmal die Muskulatur aufwärmen sollte. Hat die sich weggeschmissen? Was für Muskulatur? Bevor wir die finden, müssen wir erstmal 100 Kilo Fett verbrennen. Jetzt gucken wir, ob du die 5 Kilo da hochbekommst. Ja? Dann hat die mir ständig so Übungen vorgemacht. Hier, bei der hat es richtig gut ausgesehen. Das waren gewollte, einstudierte Bewegungen. Als ich das nachgemacht habe, habe ich ausgesehen wie Forrest Gump of Ecstasy. Ich habe nach dem dritten Mal an der Brustpresse gedacht, ich wäre in den Klamotten Schwimmer gewesen. Ja? Und dann sitzt du da so stinkend, schwitzend und hechelnd vor der nicht mal ansatzweise angestrengt guckende Fitness-Domina, die hinne blinkt wie meine Kaffeemaschine auf Standby. Ja? Und die haut so Sprüche raus wie, du kannst klagen, ohne zu leiden. Und dann sagt, ja, danke schön, auch am liebsten hätte ich auch an die geknallt. Ging aber nicht mehr, ich konnte ja die Arme nicht mehr heben. Ja? Am Schluss hat sie mich gefragt, ob ich Mitglied werden wollte für 60 Euro im Monat. 60 Euro im Monat. Gesagt, ah ja, gut. Ah ja. Ah ja. Ich hatte Angst, dass sie mich noch zusammenschlägt. Ja? Und seitdem renne ich dreimal die Woche dahin. Am Anfang habe ich es auf dem Laufband probiert und hat das Fitnessmäuschen zu mir gesagt, nicht jeder, der laufen kann, sollte das auch tun. Und auf dem Laufband gibt es ja auch so Steigungen, so bis zu 15% und so. Gell? Das nächste Mal war ich mit dem Mofa auf dem Laufband. Ja? Ja, da war ich der King. Ja? Bis der Tank leer war. Ja? Hier, die verkaufen da nur Illusionen. Ich habe ja tatsächlich gedacht, nach zwei Wochen, ich hätte schon 20 Kilo abgenommen. Mindestens. Meine Frau hat sich fortgeschmissen und hat gesagt, noch nicht einmal zwei. Und wir haben dann gewettet. Also der Verlierer muss 4 Wochen lang das Workout des Siegers mitmachen. Das heißt, jetzt mache ich auch noch Yoga. Weißt du, was ich auch mache, ist, wenn man steht am Bahnhof und es geht nicht weiter. Es ist nicht der Endbahnhof, es ist ein Zwischenhalt. Und die Zeit geht vorbei und die Lebensuhr läuft ab und es geht nicht weiter. Und ich denke mir so für mich, was ist denn? Was habt ihr denn? Hä? Habt ihr mal wieder einen Personenschaden oder was? Naja, dann nehmt halt den Scheiferl und kratzt ihn weg halt, dass wir wieder weiterfahren können. Dem ist aber nicht so. Es meldet sich die sonore Stimme des Zugbegleiters und sagt, wir hätten da jetzt einen kurzen Aufenthalt, weil wir auf eine Reisegruppe warten, die Verspätung hat. Und da sage ich Ihnen ganz ehrlich, da warte ich gern. Na wirklich, auf die Kumpels warten, das finde ich klasse halt. In unserer egoistischen, hartherzigen Zeit, wo du sagst, was Besseres gibt's nicht. Die Deutsche Bahn, die sind nicht irgendwelche zynischen Arschlöcher, die verteuerte Fahrkarten verkaufen und dann aus den Augen, aus den Sinn. Na, die warme, weiche, mütterliche Hand der Deutschen Bahn wacht über jeden Reisenden. Wir fahren erst, wenn wir komplett sind. Und wenn es dann weitergeht, na weiß ich, jetzt sind meine Blutsschwestern und Blutsbrüder auch mit an Bord halt. Was Schönes gibt's nicht. Und dann fahren wir weiter und 3 Bahnhöfe später muss ich vielleicht aussteigen und umsteigen. Dann heißt es auf Gleis 11, käme 5 Minuten später mal Anschluss zu. Dann dappel ich auf Gleis 11, warte 5 Minuten, kommt der Zug nicht. Warte 10 Minuten, der Zug kommt immer noch nicht. War die geschlagene Viertelstunde, stellt sie raus, der gottverreckte Scheißzug ist schon längst weggefahren. Und ich stehe mir da und denke, ja, was soll denn das? Habt ihr einen Patsche? Wenn ich auf die anderen Arschlöcher nicht warte, dann wäre der Scheißzug doch noch da. Ich habe ja keine Verspätung gehabt. Und war da emotional gesehen, wegen
Ja, aggressiv halt. Aber es ist absolut nicht notwendig. Ich bräuchte mir einfach nur ein Bild von der Gesamtsituation auf Gleis 11 machen. Schau es mal an, wer steht denn auf Gleis 11? Ein leicht dicklicher, spärlich behaarter, einsamer Zipfel. Naja, bei aller Liebe, ich bin keine Gruppe. Wahrscheinlich müssen es 3, 4, 5 Leute sein und ein Physiker dabei. Oder ein Grundschullehrer. Na, warten Sie auf dich. Auf dich, Arschloch, wart halt keiner. Und steht er da und steht vielleicht ausgerechnet in dem Moment in diesem gelben Raucherviel. Und rauche eigentlich seit 5,5 Jahren, rauche ich immer, aber denke mir so in dem Moment, jetzt fange ich wieder an. Jetzt gehen unter in den Kiosk und kaufen mir 6 Stangen Zigaretten. Zeit genug habe ich ja. Und dann gehe ich wieder auf am Bahnsteig und dann reiße ich auf. Und dann stecke ich mir 6 Fluppen auf einmal in die Fresse hinein. Und obendrein kaufe ich mir eine dicke Kuhiba. Eine Zigandi, stecke ich mir in den Arsch rein. Zieh die Hosen runter und steck's mir in den Arsch. Und dann zünde ich es an, die Zigarren und die Zigaretten. Und dann rauche ich aus dem Arsch und aus dem Maul gleichzeitig raus. Und obendrein stehe ich 1,50 Meter aus dem gelben Raucherviel. Was sollen Sie mir abholen? Und als Mann, man muss ja nur die Frauen fragen, wie der Mann sein soll. Ich sage ganz klar, Sie sagen ganz klare Aussage, der Mann soll stark sein, stimmt's? Ja, aber gebrochen, das sagen Sie auch dazu. Das heißt, kraftvoll, aber kaputt. Das heißt, so eine gute Mischung aus Macho und Weichei, also ein Matschei. Und das ist genau das. Und die wichtigste Eigenschaft, die wir haben sollen, was ist die wichtigste Eigenschaft? Meine Damen, was sollen wir mal haben? Potenz? Nee, du denkst nur ans Ficken, du bist ein Testosteron-Monster. Nee? Das wäre ja schön. Das wäre ja schön. Der kommt aus der Dauerbrunst halt auch nicht raus. Es tut mir sehr leid. Aber was ist wichtig? Humor natürlich. Die Frauen sagen, der Mann sollte Humor haben. Oder Geld? Was ist wichtiger? Geld oder Humor? Humor. Humor. Du musst ja Humor als Mann haben, ne? Damit, wenn sie das Geld ausgibt, es nicht so schwer fällt. Ja, das ist einfach so. Und Humor. Komiker sind ja wichtige Männer. Oder sind Komiker geil? Ne, warum? Ne, weil ihr Männer solche Versager seid. Wenn ihr witzig wärt, ne, dann würdet ihr eure Frauen zum Lachen bringen, ihr würdet auf dem Sofa sitzen und poppen, aber nein, ne, ich muss den Karren wieder aus dem Dreck ziehen, um die Frauen in willige Stimmung zu versetzen. Komiker sind unheimlich wichtig und meistens eben kraftvoll, aber kaputt. Männer mit so Sprachfehlern, ich bin der Paul Panzer, ne, sowas. Ne, da bin ich auch wieder so ein Komiker. Ne. Solche Männer, die Männer auf der Bühne müssen ja noch bekloppter sein, als die Deppen, die sie zu Hause haben. Ne, und Frauen sind Hauptzielgruppe, die entscheiden darüber. Solche Männer, die ich bin der Madi. Ich habe Aschebecher. Ne, solche Typen. Ne, hallo erstmal. Ich weiß gar nicht, ob sie es wussten. Ne, diese ganzen. Johann König. Kennt ihr Johann König? Bis der Mann einen Satz rausbringt. Da habe ich schon 30 Mal Ficken gesagt, da hat er noch keinen einzigen Satz rausgebracht. Das ist, ne, aber so sind sie alle. Ne, ne, oder Helge Schneider, Käsebrot, ich sage gutes Brot. Ja, ja. Stell dir vor, du wachst morgens als Frau auf und da liegt ein Mann neben dir und sagt, Käsebrot, ich sage gutes Brot. Nee, aber das sind Komiker. Was sind Komiker für Männer? Das sind alles Männer, wo wir den Kindern sagen, nicht lachen. Nee? Der Onkel ist krank, der kann nichts dafür. Nee? Aber in der Comedy kann es nicht retardiert genug sein. Lustige Gestaltenhütte, lustige Michi Mütermeier. Habt ihr das gesehen? Ich hab noch nie einen Mann gesehen. Das ist, ja? Der ist älter als ich und redet immer so, als hätte er auf der Hundeschule das Reden gelernt. Aber das sind diese Männer. Das ist das letzte Lied von mir, aber ich habe nicht gesagt, wie lange das dauert. Hätte ich den Schnupfen, durfte ich leiden. Ich wär ein Mann. Ich hätte Bindungsangst und Lisa, Ruth und Fee würden das glauben. Während sie weinen, würden
würde ich an Tanjas Brüsten rumschrauben. Ich würde im Stehen urinieren und an den Füßen nie mehr frieren. Doch eins, das will ich nicht. Ich will keine Erektion im Freibad. Das wäre mir sehr wahrscheinlich eher peinlich. Im Freibad im Vollen wäre dann mein kleines Glied geschwollen. Wer will denn sowas sehen? Nein, das fände ich nicht schön. Ich wäre ein Opfer der Biologie. Padden da, padden die. Wär so gern ein Mann. Ich würde im Baumarkt wohnen. In der Holzabteilung. Ich hätte eine gute Wundfleischheilung. Ich würde im Alter immer schöner und dürfte pupsen nach dem Döner. Ich hätte einen Schnäuzer und würde ihn abrasieren, weil das scheiße aussieht. Ich müsste auf öffentlichen Klos die Schlange stehen und dürfte endlich mal einen Puff von innen sehen. Müsste nie mehr bei Titanic heulen, hat vorne Haare statt zwei Beulen, bekäme tosenden Applaus, räumt dich die Spülmaschine auch mal aus. Eins, das will ich nicht, ich will keine Erektion im Freibad. Das wäre mir sehr wahrscheinlich eher peinlich, jetzt alle oder nur mal Tobias. Und eins, das will ich nicht, alle zusammen. Ich will keine Erektion in Frankfurt. Vielen Dank. Viele fragen sich auch so, sag mal, was sagt denn so ein muslimischer Papa zu dir, dass du auf der Bühne Stand-Up-Comedy machst? Mein Vater ist stolz auf mich. Der findet das super. Aber alle seine Freunde finden das gruselig. Die sagen, was kann sie sowas machen? Das ist eine Schande für unsere Nation. Wir schämen uns für unsere Tochter. Ich habe auch meinen Papa gefragt, Papa, sag mal, was hast du denen denn erzählt? Nicht, Tochter, ich habe nur gesagt, Tochter, machen auf der Bühne Strip-Up. Meine Mutter geht 2 Meter hinter meinem Vater. Mein Vater behauptet, das macht sie extra, damit sie hinter seinem Rücken unauffällig abbiegen kann, zum Einkaufen gehen. Und mein Vater ist auch sicher, dass meine Mutter zaubern kann. Ja, wenn er sich umdreht, hat sie 10 Tüten Müll in der Hand. Und mein Vater sagt immer, deutsche Männer so schlau. Wenn sie gehen, statt halten Frau fest, damit sie nicht shoppen geht. Ja? Aber meine Mutter sagt was anderes. Türkische Frauen sind körperlich hinter einem Mann, aber geistig vor einem türkischen Mann. Sie geht 2 Meter hinter meinem Vater, weil sie gehört hat, dass in Deutschland unter der Erde immer noch Bomben liegen, die noch nicht explodiert sind. Es ist immer so schön, es ist so charmant, wenn mein Vater Deutsch redet. Es ist so schön, immer wenn mein Vater meine Mutter vorstellt, dann sagt er immer, ja, darf ich ihn vorstellen? Mein Lebensgefahr. Ja, Frau, bisschen dick, aber hat Probleme mit der Schildkröte. Und als wir Kinder waren, hat er immer so stolz uns vorgestellt und gesagt, ja, darf ich ihn vorstellen? Hier 2 Söhne, schon volljährig. Tochter noch minderwertig. Hier sehen wir die mächtigste Institution unserer Zeit, den Markt. Hierzu sehen auch 2 Rettungsschirme. Manchmal reagiert der Markt euphorisch, manchmal reagiert er enttäuscht. Offenbar ist der Markt ein Wesen mit Gefühlen. Eigentlich muss man sogar von den Märkten sprechen. Scheinen ziemlich viele zu sein. Leider weiß man nicht, wo sie wohnen. Sonst könnte man an ihre Adresse ja einen Molotow-Cocktail reinwerfen. Das ist der Rettungsschirm in Griechenland. Oh, ein Reh. Das ist der Schuldenberg von Europa. Auf dem Schuldenberg treffen sich die Politiker auf dem sogenannten Gipfel. Dort gehen sie hin, weil sie sehr große Angst haben vor den Märkten.
Das sind Milliardenspritzen, das ist der Rettungsschirm in Griechenland, das ist die Schuldenschere. Wenn Politiker das alles einsetzen, dann reagiert der Markt euphorisch. Die freie Marktwirtschaft ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass uns zu viel Freiheit Angst macht, nervös macht. Und durch die Globalisierung wird ja alles noch komplizierter. Ja, die ersten Globalisierer, wissen wahrscheinlich, waren die Spanier. Im 16. Jahrhundert sind die nach Südamerika gefahren und haben den Indios Gold, Kartoffeln und Tomaten geraubt. Die Indios wiederum haben sich dafür revanchiert und spielen zur Strafe bis zum heutigen Tag Panflöte in der Fußgängerzone. Globalisierung. Das Ruhrgebiet steht ja für eine viel wichtigere Teilung Deutschlands, nämlich der Teilung von Aldi Nord und Aldi Süd. Ja, das ist eine sehr, sehr wichtige Trennung, weil dieser Schnitt geht genau und mitten durch Mülheim an der Ruhr, weil da leben ja auch die Aldi-Brüder, also einer noch, also einer ist ja gestorben, glaube ich, ein Aldi-Bruder. Aldi Nord oder Süd? Weiß das jemand? Weiß das jemand, Aldi Nord oder Süd? Ist auch egal. Steht wahrscheinlich auf dem Grabstein drauf, ne? Aldi Nord, geschlossen für immer. Daneben Schlecker. Und das ist für viele wirklich eine ideologische Frage, ja. Ich habe gegen Ende der 90er Jahre bei einem kleinen Radiosender gearbeitet hier in Frankfurt. Ja, es war der Hessische Rundfunk. Und da sorgte meine mitgebrachte Aldi Nord Plastiktüte wirklich für Aufsehen und für neidische Blicke bei meinen Kollegen. So, wo hast du die denn her? Und habe ich ganz stolz gesagt, aus Gelsenkirchen. Und das ist ja ein Satz, den sagt man jetzt nicht oft mit Stolz. Vor allem, wenn man aus Bochum kommt. Anders ist es mir mal in einem Aldi-Markt in Bochum-Weidmar ergangen. Dort lag so ein eingepacktes Badminton-Set. Badminton kennt ihr noch? Badminton, wir nannten das ja damals noch unanglistisch Federball. Also so zwei Schläger und ein paar Bälle so für unter 10 Mark damals noch. Wohl jetzt kein High-End-Qualitätsprodukt, aber ich habe gedacht, komm, kannst du ja mal zuschlagen. Ne? So ein bisschen Sport oder zumindest die gute Absicht, sich zu bewegen, soll ja auch nicht schaden. Ne? Also nahm ich eins dieser Sets, packte es in meinen Einkaufswagen und begab mich zur Tiefkühlabteilung, um meine sportliche Motivation mit ein paar gesunden Fertig Pizzen zu belohnen. Als ich dann allerdings wieder zu meinem Einkaufswagen wiederkam, waren die Federbeschläger weg, verschwunden, perdu. Anstatt mich jetzt über diesen Fassdiebstahl zu ärgern, habe ich mir einfach eine neue Packung genommen, in den Einkaufswagen gegangen und bin zur Kasse. Ja? Und damals gab es noch keine Scanner bei Aldi. Ja? Die Älteren erinnern sich noch. Und die Kassiererin tippte in rekordverdächtiger Geschwindigkeit meine Waren ein. Ich spielte damals immer das beliebte Spiel, schaffe ich es, meine Waren schneller in den Einkaufswagen zu kriegen, als sie die Preise eingibt. Ne? Das habt ihr auch gemacht. Als Kunde verlor man das immer. Ne? Allerdings nahm die Dame mein Federballset, tippte sie nicht ein, sondern nahm es einfach und legte es neben die Kasse. Und da sagte ich, nee, nee, das auch. Und sie antwortete, das gibt noch nicht. Ich so, wie, das gibt noch nicht. Das gibt erst morgen. Und ich so, aber ich sehe das doch vor mir. Wieso gibt es das Set erst morgen? Das wird erst morgen verkauft. Ja, und wieso liegt das jetzt hier schon rum? Das liegt jetzt schon hier, aber das gibt erst morgen. Der Aldi-Markt auf der Hattinger Straße in Bochum ist also der einzige mir bekannte Ort im gesamten Universum, wo man Gegenstände bereits visuell erkennen kann, welche allerdings erst 24 Stunden später räumlich existent werden. Ja. Ob sich das jetzt um ein temporäres Wurmloch oder ein anderes Paradoxon im Raum Zeitgefüge handelt, das weiß ich nicht. Am nächsten Tag war das Federballset auf jeden Fall auch nicht nur sichtbar, sondern auch in feststofflicher Form käuflich zu erwerben. Ich habe es dann mitgenommen und, glaube ich, zweimal benutzt. Aber den Aldi-Markt auf der Hattinger Straße in Bochum, den gibt es übrigens nicht mehr. Aber wer weiß, vielleicht ist er ja noch da. Und ich kann ihn nur nicht sehen. Vielleicht gibt es ihn erst morgen, ganz genau. Vielen Dank. Geh hier aus dem Main-Tower raus, geh rüber auf die Zeil. Da haben sie diesen neuen Einkaufstempel hingebaut. Das ist Main-Zeil. Ich war zum ersten Mal da drin, alles toll, handgeknusperter Carrara-Marmor und so, Kristalllüchte und so. Vorne die Nachbarsbube schon eine riesige Loch neugeschossen mit dem Fußball und so. Da gehst du gehst da unten rein, warst erstmal da drin und stelle fest, ich bin so ein bisschen um die Kurve, steht so eine ganz lange Schlange junger Menschen. Ich dachte, ey, vielleicht neuer Kulturbetrieb eröffnet oder so, schönes Kino oder so. Und da sagt der Sicherheitsbeamte, der Security Man, sagt, die stehen alle welche Klamotte an. Das hat mich betroffen gemacht. Auch. Ich dachte echt, das sind die Auswirkungen der Wirtschaftskrise, die sie dir im Heute-Journal nicht zeigen. Weißt du, dass sich junge Menschen schon wieder Schlange stehen, wahrscheinlich auf Bezugsscheine, wie nach einem Krieg oder so, dass sie dann da... Und die haben mich dann beruhigt, weil ich wollte gerade so 50 Cent Stücke rüberschmeißen, so an die Schlange. Sagt er, die hätte Geld genug, weil die wollte zum Hollister. Der Hollister ist so eine Klamottenkette, die darauf achten, dass die machen wenig Werbung, aber die haben Türsteher.
und generieren vorm Laden so eine lange Schlange von Menschen und lassen die immer nur schubweise rein. Da stehen Türsteher, so Männermodels. Die sind, ja, die tragen unterum Flipflops und Boxershorts und oberum gar nichts. Nichts. Vorm Klamottelade. Und dann lassen sie dich irgendwann rein in den Laden. Da drin ist stockfinster. Du siehst die Hand, gell? Sie waren schon mal, ja. Du siehst erst draußen, was für Farb du gekauft hast. Der ist stockfinster. Glaub mir, ein Masthähnchen aus der Legebatterie sieht in seinem Leben mehr Tageslicht als so ein Türsteher vom Hollister. Und die haben, das Zeug stinkt pervers, weil die Masthähnchen haben nämlich noch zusätzlich die Aufgabe, die müssen 8-mal am Tag, müssen die in dem Lade rumgehen und mit dem firmeneigenen Parfüm die Ware einsprühe, damit du an der Kasse vielleicht nochmal die Idee hast, ach, das Duftmesser könnte ich auch noch mitnehmen. Und deswegen stinkt, wenn du einen Ladenhüter erwischt hast, der da seit 3 Monaten im Regal liegt, das kannst du 2 Wochen in Terpentin einlegen. Der Gestank geht nicht raus. Und die Türsteher sprechen mit dir Englisch. Das soll ja so ein bisschen an so eine Seglerpier erinnern. Und da sagen die dann zu dir, hi. How are you? Welcome to the pier. Nee, so sagen sie es nicht. Nee, die sagen, hi, how are you? Welcome to the pier. Die sind nämlich alle aus Frankfurt, Bonamis. Ich habe dann gesagt, yes, and I am from Bräungesheim. I speak your language. Einmal hat es übertrieben, das muss ich noch kurz erzählen. Da kam ich heim, da war das Ehebett weg. Da stand ein Wasserbett. Ich sag, wenn ich mich auf die Matratze hau, haben wir eine Tsunami-Warnung in Offenbach. Ja, aber sie hätte sich erkundigt, ein Wasserbett, das wäre das Beste für Menschen in unserem Alter, für die Rücke. Willst du mal fragen, wer hat ein Wasserbett? Hat hier jemand ein Wasserbett? Da hinten. Wir müssen nachher mal retten. Sind Sie zufrieden? Ja. Dann haben Sie einen ruhigen Schlaf. In dem Wasserbett nach 20 Minuten sitze ich wach in dem Bett. Das ist laut. Das blubbert und gluckert. Ja, ich habe einen unruhigen Schlaf, muss ich dazu sagen. Ich drehe mich links, ich drehe mich rechts, ne? Ich mache Löffelchen. Ne? Manchmal will ich Gäbelchen, das mag die Gerda nicht so. Ne? Das blubbert und gluckert. Ich war schon 3-mal im Laden, ich habe gefragt, habt ihr das auch mit stillem Wasser? Ja? Und ich bin in Offenbach daheim. Das Wasser in Offenbach ist für Wasserbette gar nicht gemacht. Das hat einen Härtegrad, das ist zu hart. Das Wasser in Offenbach ist so hart, das kannst du gar nicht trinken, das musst du kauen. Ja? Was auch schön ist, ist so Schreikinder nicht mitfahren. So kleine Brüllaffen, die aus dem Krakeln nicht mehr rauskommen. Gerne mal in Verbindung mit 2 völlig überforderte Erziehungsberechtigte, die dann auf den Bankert einflöten. Muss es wirklich so laut sein? Oder auch gerne mal mit so einer Mama, die sich die Haare am Kopf mit einem Tuch zusammenbunden hat. Weil wir dieses Kopfhaar mit dem Tuch zusammenbinden, die habe ich gefressen halt. Aber das ist dann auch einwandfrei, wenn die Mama irgendwann unterm Tisch verschwindet und im dreckigen Rucksack nach die gesunden Dinkeltaler für einen Knabberspaß zwischendurch schaut. Halt. Da habe ich nämlich über den Tisch die Möglichkeit und schlage mit voller Gewalt den kleinen Bastard in die Fresse hinein. Halt. Und dann taucht die Mama wieder auf und sagt, oh, ja Jean-Claude, was ist denn los? Du blutest ja aus dem Mund. Ja, und dann kann man da wieder kommunizieren. Dann kann man sagen, ey Frau, ich glaube, ihr kleiner Bube hat es mit der Brüllerei ein wenig übertrieben halt. Ich nehme fast an, von der Tonfrequenz war es zu hoch angezielt. Da ist wahrscheinlich im Rachenraum irgendein Äderchen geplatzt. Ja. Oh, eine Sache noch ganz wichtig, habe ich noch vergessen. Sie merken vielleicht jetzt in den ersten Minuten, dass das, was ich hier mache, für mich wirklich Therapie ist. Das ist, hat mit Auftritt nichts zu tun. Meine Eltern haben viel Geld dafür bezahlt, dass ich heute Abend hier auftreten darf.
Und die würden mir einen ganz großen Gefallen tun, wenn nach meinen Liedern oder nach dem Lied, das ich singe, wenn die Frauen im Publikum sowas rufen könnten, wie Gott ist der süß. Ja, danke. Und die Männer, ich wäre so gern wie der. Das wäre super. Würde ich gerne einmal kurz, dass es auch gleich klappt, probieren. Die Frauen, Gott ist der süß. 1, 2, 3. Gott ist der süß. Nee, das muss von Herzen. Nochmal. Gott ist der süß. 1, 2, 3. Ja, genau so, richtig. Und die Männer, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich wäre so gern wie der. 1, 2, 3. Ich wäre so gern wie der. Nö, ja. Es ist nicht überall Köln. Nein, das macht ja nicht so. Aber, danke. Aber ich hätte vor kurzem tatsächlich fast eine Frau geküsst. Ja. Fehlten noch 2 Meter, hätte ich sie gehabt. Das wäre schön gewesen. Hier mit dem Euro ist auch schlimm, oder? Kerl, du, der Euro. So haben wir den aktuellen Teil auch für heute Abend. Dann kann man das so sagen. Man muss ja immer tagesaktuell. Dankeschön. So, Sini, meine Damen, jetzt haben wir uns schon verquatscht. Ich wollte eigentlich viel mehr Musik machen heute Abend, aber das Geld hat eben nur für 10 Minuten Auftritt gereicht bei meinen Eltern. Deswegen kommt jetzt auch gleich das Mutmachlied, das ich gleich singe, ist dann auch gleich das letzte Lied. Danach darf ich noch kurz mit dem Herrn Katrey reden. Also mit dem Moderator. Dann muss ich wieder von der Bühne runter. Aber sehen Sie, so traurig das für mich ist, es ist ja für Sie überhaupt nicht so schlimm. Sie hatten sicherlich jetzt schon einen wunderbaren Abend mit tollen Kollegen, einer super Kollegin, einem tollen Moderator hier, so hoch über Frankfurt. Sind vielleicht mit Partner oder Partnerin hier. Vielleicht gehen Sie gleich nach der Show noch was trinken. Gehen dann irgendwann gemeinsam nach Hause. Schauen vielleicht noch ein bisschen fern. Vielleicht die Wiederholung von Einsatz in 4 Wänden. Ja, und dann gehen sie irgendwann gemeinsam schlafen, um am nächsten Morgen gemeinsam wieder aufzuwachen. So Gott will. Na, er will ja. Denken Sie an Ostern. Ja, Gott. Ja, und ich? Ich werde gleich vom Sonnenscheinbus wieder abgeholt. Da werde ich ins Hotel gefahren. Da trinke ich dann, wie gesagt, vielleicht noch ein Kinderbier. Mal noch ein bisschen in meinem Malbuch. Puzzle noch ein wenig. Wissen die, was ich gerade puzzle? Gelb. Na, und dann setze ich meinen Helm auf und... Haben Sie jetzt verstanden? Das freut mich. Und dann setze ich meinen Helm auf und gehe schlafen. Ja, sehen Sie... Deswegen war das für mich heute Abend so wichtig, dass ich für Sie auftrete. Vertrauen Sie mir, das ist in Tabletten nicht aufzuwiegen. Vielen lieben Dank dafür. Und verabschieden möchte ich mich mit dem Mutmachlied, dem ich gleich Klaus heiße. Wie gesagt, danach werde ich mich verbeugen und rübergehen. Rufen Sie noch einmal Gottes der Süß. Sie würden mir wirklich den Abschied erleichtern. Ich bin gleich wieder ganz alleine. Oh. Dankeschön. Ah, Dankeschön. Oh Gott, du bist so eingekauft dafür. Aber das macht nichts. Aber trotzdem vielen Dank. Darf ich mal fragen, wer von euch hat Kinder hier? Wer? Wer hat keine? Der Rest ist schwanger, ja, ist klar. Sehr schön. Von denen, die keine Kinder haben, wer will welche? Ah, okay. Wer will welche, aber nicht mit dem Partner, mit dem sie gerade zusammen sind? Guck mal, da zeigt zwei. Ja, naja, was ist ja so? Ich meine, gut, es kriegt heute eigentlich eh keiner mehr Kinder, weil es gibt ja jetzt die Pille für den Mann. Das iPhone. Na, ist ja so, ne? Seitdem mein Freund so ein Ding hat, so ein iPhone, da wird nur noch gefummelt. Aber nur am Touchscreen vom iPhone. Mein Touchscreen... Der ist so unbearbeitet, wie die Großhirnrinde von Daniela Katzenberger. Ja? Da läuft überhaupt nichts mehr, kannst du vergessen. Oh Mann, das geht so weit. Das iPhone, das liegt sogar zwischen uns im Bett. Er nennt es Uschi. Ja, weil Uschi hat einen Schlafphasenwecker. Kennen Sie das?
Herr Kiesel, das misst seine Atmung, kriegt mit, wann er sich wie rumdreht und weckt ihn dann für ihn passend zum richtigen Zeitpunkt auf. Früher hieß das Mutti. Ist doch, weißt du, was viele vergessen, das Handy sollte ja mal die Kommunikation zwischen zwei Menschen verbessern. Das klappt irgendwie. Mein Freund fing halt permanent auf diesem Ding rum. Gut, Männer reden eh nicht viel, das wissen wir. Früher war es oft nur der Satz, es ist nicht so, wie es aussieht. Heute hörst du nur, bin am Laden. Das klingt doch schon nach Terror, ja? Hör mal, pass auf, mein Freund hat die Liebesakt-Bewertungs-App. Hat die jemand? Nee. Tobias? Nein. Ehrlich. Also, neulich bei uns im Schlafzimmer ging es zur Sache, ne? Plötzlich fängt der an zu stöhnen, wie verrückt. So, oh, ich denke, was ist los? Gibt's Verletzte oder was? Ja? Da schnappt er sich sein iPhone und sagt, nee, guck mal hier, das ist die Liebesakt-Bewertungs-App. Wollte mal testen, wie ich so bin. Sag ich, kann ich dir sagen. Sag mal, Vince, ja. Das mit dem Quantensprung, das ärgert dich so richtig. Ne? Das, ja. Als Physiker, du bist ja wirklich Physiker, also dich ärgert das. Diplom-Physiker, ja, richtig. Aber erklär uns doch vielleicht nochmal, was ist der Quantensprung genau? Kennst du das Bohrsche Atommodell aus der Schule noch? Selbstverständlich nicht. Nicht. Nein. Pass auf, wir machen das mal vor. Komm, stell dich mal hier hin auf die Showbühne. Okay. Du spielst jetzt mal einen Atomkern. Okay. Ja, du musst einfach kann nur ich angezogen so bleiben? Ja, genau. Okay. Genau. Und ich spiele ein Elektron. So. Man weiß vielleicht... Also wir sind ein Atom gemeinsam. Genau, wir sind ein Atom, du bist ein Kern, also wir Wasserstoffatom, du bist ein Proton in dem Fall, also was Positives, ja. Und ich bin so ein negativer Typ. Ja? Ich rase quasi auf festen Bahnen um den Atomkern rum. Wir erklären gerade einen Quantensprung, falls Sie gerade erst was ein bisschen blöd ist eigentlich, ist die Richtung eigentlich die normalerweise Richtung? Ist der Atomkern größer als das Elektron, was jetzt ein bisschen... Dankeschön, aber gut, ja. Und der Quantensprung ist... Und jetzt pass auf, jetzt kommt's gleich zum Quantensprung. Das war ein Quantensprung. Das war's. Super, ja, oder? Bescheid. Ja, hin und her in der Atompolitik der deutschen Bundesregierung. Viele fragen sich, was soll das? Wollt ihr uns veräppeln? Hat jemand all diese Maßnahmen vorher schon mal Ampere getestet? Oder auch Newton, wir haben ein Problem. Kennt ihr alle SpongeBob? SpongeBob bekannt, ja. Ich bin es ja nicht. Wenn jemand SpongeBob nicht kennen sollte, SpongeBob Schwammkopf ist eine Zeichentrickfigur für Kinder. Angeblich für Kinder, muss ich immer dazu sagen. Da waren doch Drogen im Spiel, oder? Das ist das Durchgeknallteste, was ich jemals im Fernsehen gesehen habe, oder nicht? Ne? Das ist also ein gelber Schwamm mit einem Gesicht, einer Krawatte und einer Hose. Der lebt unter Wasser in einer ausgehöhlten Ananas. Ja, wenn man das nüchtern erzählt, glaubt man das selber nicht, ist aber wirklich so. Sein bester Freund ist ein schwuler Seestern namens Patrick und er lebt halt immer Abenteuer. Und Patrick kommt immer an, hallo, SpongeBob, hallo, hast du meine Unterhose gesehen? Willst du sie sehen? Und dann kommt er, dann kommt SpongeBob Schwammkopf. Oh ja, ich will sie sehen, ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Hallo Thaddeus, hallo Mr. Krabs. Ist ja gut. Ich bin es nicht. Ich kann nur den Sprecher gut imitieren. Das ist ein Berliner Schauspieler. Der Mann heißt Santiago Ziesma. Und der spricht nicht nur SpongeBob, der ist ganz vielseitig. Der spricht auch noch, kennt ihr noch Steve Urkel von Alle unter einem Dach? Dieser bekloppte Erfinder mit der hochgezogenen Nose. Oh, ich habe eine Erfindung gemacht. Pff, oh, war ich das? Das ist er, ja? Oder bei Shrek, ja. Bei Shrek spricht er auch mit. Bei Shrek spricht er den Lebkuchenmann, der am Anfang so gefoltert wird. So, oh nein, nicht meine Gummidrops, nein, nein. Und natürlich, selbstverständlich, spricht er auch bei Winnie the Pooh Ferkel. Oh, Pooh-Bär, wir sind ganz allein im 100-Morgen-Wald. Niemand ist mehr da. Die Sonne geht bald unter. Unsere Honigvorräte gehen zu Ende. Wo sind unsere Freunde? Wo ist... Ticker, wo ist Christopher Robin? Oh je, Mine. Das ist er, das bin ich.
Das ist sein Applaus. Meine Freundin heißt Sabine, ich heiß Klaus. Gemeinsam haben wir ein eigenes kleines... Ja, jetzt wissen Sie auch, warum ich Klaus heißen muss in dem Lied, genau. Na gut, eigentlich ist es Ihr Haus. Ich habe es zwar bezahlt, aber sie hat's eingerichtet und die Wände angemalt. Nur einen... Haben Sie eine Frage? Ja? Oder warum lachen Sie jetzt schon, ist die Frage. Vielleicht mal kurz, ja? Wissen Sie schon, worauf es hinausläuft? Nein? Aber warum lachen Sie denn jetzt schon? Ach so, die Farbe. Ach so. Mögen Sie die Farbe? Dann würde ich Sie bitten zu gehen. Na gut, eigentlich ist es Ihr Haus. Ich habe es zwar bezahlt. Ich hab's nicht böse gemeint. Aber sie hat's eingerichtet und die Wände angemalt. Nur einen kleinen Raum, den hat sie mir gelassen. 3 Quadratmeter im Keller gehören mir ganz allein. Hier darf ich nach Herzenslust pupsen. Hier hängen keine Bilder an der Wand. Mein männliches Refugium, ganz ohne weiblichen Tand. Ich mag den Raum, na klar, er ist recht schlicht. Altes Sofa, Fernseher, Pornos, Playstation, aber mehr braucht man doch nicht. Dachte ich. Sabine dachte das nicht. Na, sie dachte sich, du Mensch, den Klaus, du. Haha, den Klaus. Den überrasch ich. Ja, vielen Dank, Sabine. Als ich eines Abends von der Arbeit nach Hause kam, stand eine Frau in Pink vor der Tür. Quietschte vergnügt, Klaus, Überraschung. Zieh mal die Augenbinde auf hier. Sie nahm mich an die Hand und führte mich hinab. Als wir vor meinem Keller standen, da nahm sie mir die Binde ab. Und Klaus, was sagst du, Klaus, gefällt's dir? Ach ja, na ja. Tine Wittler hat mein Leben zerstört. Ja, ist doch wahr, die blöde Kuh hat getan, was ich so überhaupt nicht gehört. Sie hat das letzte bisschen Männlichkeit aus meinem Raum gestrichen. In Bübchenblau und mein Sofa weggeschmissen. Tine Wittler hat was Böses gemacht. Sabine stand daneben und hat sich totgelacht. Die beiden Tussis haben mir das letzte bisschen Würde weggepinselt. Ich will Tine Wittler würgen, bis sie brav um Gnade winselt. Tine Wittler hat mein Leben kaputt gemacht. Kurz nachdem sie weg war, hab ich Sabine umgebracht. Ja! Ich hab hier meine neue Wandfarbe oral implantiert. Brutalst möglich. Ich glaub, sie hat's kapiert.